Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video, auf das ich mich persönlich sehr, sehr freue. So sehr, dass ich es schon sehr viele Wochen, bevor es eigentlich online gehen wird, drehe, weil die Produkte gestern angekommen sind. Und zwar geht es heute um die neue Supercharge Serum Foundation von Asam. Die gab es schon mal, die wurde kurz aus dem Sortiment genommen und ist jetzt wieder da mit verbesserter Rezeptur und mit anderen Farben. Und ich dachte mir, wir geben der ganzen Maus eine weitere Chance. Es ist bestimmt schon fast 2 Jahre her, dass ich sie getestet habe. Und ich möchte schauen, was sie kann. Ich hoffe, es geht euch gut und ich hoffe, ihr habt alle einen wunderschönen Tag gehabt. Falls nicht, hoffe ich, dass es euch ein bisschen besser geht. Ich weiß nicht, ob ich es vielleicht in einem anderen Video schon gesagt habe, aber ich habe eine neue Videoreihe bzw. eine neue Playlist gestartet. Ich verlinke sie euch einmal hier in der Ecke, wo ich euch wirklich nach und nach, Schritt für Schritt, alle einzelnen Make-up-Steps ganz genau erkläre. Wie mache ich meine Augenbrauen? Wie trage ich richtig Blush auf? Wie konturiere ich mein Gesicht richtig? Und die Reihe wird immer weiter ausgearbeitet und immer so ein bisschen modernisiert. Falls euch das interessiert, weil ich immer wieder Fragen dazu bekomme, wie macht man dies, wie macht man das, dachte ich mir, machen wir daraus einfach eine kleine zusätzliche Videoreihe. Die Supercharge Serum Foundation kostet 26,99 Euro und ist in 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Farben erhältlich. Ich weiß nicht, ob ich einen Rabattcode habe für Asam, wenn das Video online geht. Falls ja, es ist heute der 22. November, wenn ich das Video drehe. Das Video geht, glaube ich, irgendwann Mitte Dezember online. Steht ja einmal hier. Und ich schreibe euch auch alle Informationen mit dazu. Schaut also unbedingt in die Infobox. Der Code, ich habe meistens einen Code für Asam, der wird aber immer nur aktiviert oder reaktiviert. Ich muss Asam mal schreiben. Ich habe mir die beiden Foundations, beziehungsweise zweimal dieselbe in anderen Farben bestellt. Und wir schauen mal, was sie kann. Das ist ein 3-in-1 flüssiges Make-up in 30 ml mit Lifting Peptid und Serum Pflegeformel. Sie soll die Haut perfektionieren, straffen und Feuchtigkeit spenden, eine schwerelose Textur haben und nahtlos mit der Haut verschmelzen und einen makellosen Teint hervorrufen. Eine mittlere bis hohe Deckkraft. Daran erinnere ich mich, dass sie das wirklich hatte. Ich mochte sie damals aber sehr, 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 sehr gerne. Die flüssige M. Asam Magic Finish Supercharged Serum Foundation aus dem Asam Beauty Sortiment vereint Anti-Aging-Pflege mit perfektionierendem Make-up, ein hochkonzentriertes Lifting-Peptid, Hyaluron und ein Feuchtigkeitsbooster verleihen der Haut einen makellosen, jugendlichen, strahlenden Teint. Die schwerelose Formel mit frischem Finish lässt sie nahtlos verblenden und verschmilzt mit der Haut für sofortige, natürliche Perfektion. Vorteile: 3-in-1 Foundation, Liftingpflege, makelloser Teint und nahtloses Verblenden mit hochkonzentriertem Lifting-Peptid. Ich liebe eine SEO-optimierte Produktbeschreibung. Mit Hyaluron und Vitamin E, schwerelose Textur mit Glow-Finish. Da bin ich sehr gespannt, weil viele Marken ihr Glow-Finish sehr individuell bewerten. Wir werden einen Langzeittest machen. Seidig zarte Textur, ohne Make-up-Ränder. Es gibt mittlerweile wirklich einige Farben. Es geht jetzt bis zu 440 Deep Almond. Ist recht dunkel. Ich habe sie online gesehen und sieht ganz gut aus. Wir schauen erstmal, welche Farbe zu mir passt. Ich habe hier einmal die Farbe Rose Fair. Der Flakon ist aus Glas, der Pumpkopf ist aus Plastik, aber der war damals, glaube ich, auch Roségold. Jetzt ist er schwarz. Mhm. Oh, das könnte spannend sein, weil die sehr, sehr rosig aussieht. Und wir haben einmal die Farbe Warm Sand. Ich glaube, Warm Sand hatte ich damals. Die war mir damals aber ein bisschen zu gelb. Deswegen habe ich diese Rose-Farbe mitgenommen. Das ist so krass, ne? Der Unterschied ist schon wirklich sichtbar. Von der Helligkeit sind sie fast gleich, nur der Unterton ist sehr ähnlich. Ich mische jetzt einfach mal beide Farben. Ich mache das meistens mittlerweile, weil ich damit einfach die besten Erfahrungen gemacht habe. Das sieht passend aus. Okay, ich habe meine reguläre Feuchtigkeitspflege aufgetragen. Ich trage keinen Primer auf, weil ich selber wissen möchte, wie die Foundation funktioniert. Und es kann sein, wenn diese Foundations mit sehr viel Pflege angereichert sind, dass sie sich dann mit, wenn ihr eine sehr ausgiebige Skincare-Routine habt, dann mit einem Produkt vielleicht nicht vertragen. Deswegen habe ich eine sehr einfache Skincare-Routine gemacht, um jetzt erstmal das Produkt an sich zu bewerten. Und dann mache ich das meistens so, wenn ich die Foundation dann in meinen Alltag integriere, dann füge ich immer ein weiteres Produkt hinzu und kann dann schauen, ob ein Produkt funktioniert oder ob ein Produkt nicht mit der Foundation funktioniert. Wenn ich jetzt noch das Haar aus meinem Auge kriege, dann wäre ich glücklich. Ich glaube, ich bleibe eher bei Rose, weil sie so ein ganz kleines Stückchen oxidiert. Deswegen nehme ich mehr von der Rose Fair Foundation und etwas weniger von der Warm Sand. Einfach, um die Untertöne so ein bisschen zu korrigieren. Ich mische mir das einmal in der Hand zusammen. Das ist eine sehr leichte Emulsion. Ich kann ganz zarten Geruch wahrnehmen, jetzt aber nicht so
übertrieben. Dann starten wir einfach mit einem Foundation Brush. Ich probiere erstmal in einer leichten Schicht zu arbeiten. Fange hier an der Nase an. Ja, doch so einen leichten Duft kann ich wahrnehmen. Die Farbe sieht grandios aus, weil sie wirklich diesen rosanen Unterton hat. Das habe ich in Deutschland zumindest noch nie gesehen, dass eine Foundation diesen wirklich sichtbar rosanen Unterton hat. Weil ihr seht es ja bei mir, ne? Ich habe immer einen recht roten Hals. Ich habe leichte Rötungen. Meine Öhrchen werden recht schnell rot. Und wenn ich dann so eine gelbe Foundation im Gesicht habe, dann sieht man das immer sehr stark. Hier, finde ich, ist die Farbe jetzt super, super natürlich und passt überragend gut. Die meiste der Kraft will ich hier um die Nase haben und dann arbeite ich ganz leicht so ein bisschen raus und blende das dann grob in den Bart. Im Anschluss nehme ich einfach einen Foundation-Schwamm und arbeite alles nochmal tief in die Haut ein. Es ging recht einfach mit dem Pinsel, den ich jetzt gerade benutzt habe und auch sehr schnell. Sie fühlt sich sehr leicht auf der Haut an. Also das, ich erinnere mich, dass sie damals, glaube ich, sehr, sehr schwer war. Ähnlich wie die Catrice HD Liquid Coverage Foundation, so vom Feeling her, weil sie auch so ein bisschen matt war. Sie hat, also, ne, das ist das, was ich meinte mit dem Glow ist von jeder Brand anders definiert. Der Glow ist jetzt hier zwar ganz leicht sichtbar, das ist jetzt aber kein Glow, wo ich sage, der ist speckig. Asam ist ja eher eine Brand, die recht natürliche Finish hat, eher so ein bisschen semi-matt, eher so ein bisschen pudriger, weil das natürlich die Hauttextur auch so ein bisschen kaschiert und da ein bisschen nachgiebiger ist. Deswegen finde ich das Finish jetzt hier ehrlich gesagt ganz schön. Die Deckkraft ist genau so, wie sie es beschrieben haben, leicht mittel- bis stark deckend. Du kannst sie natürlich aber leichter auftragen, je nachdem, wie du das Produkt benutzt. Ich bin sehr begeistert von der Farbe, weil es kaum so aussieht, als hätte ich etwas im Gesicht. Ich glaube, wenn ihr den Vergleich seht, dann seht ihr, wie gut das Ganze passt. Ihr liebt es, ich hasse es, diese sehr, 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 sehr starken Close-Ups. Schauen wir das Ganze einmal an. Sieht sehr gut aus. Schön leicht auf der Haut. Ja. Hat sich sehr gut einblenden lassen. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, weil ich weiß, dass viele von euch da sehr, sehr schnell immer sind bei Asam. Ob ihr die Foundation, vielleicht die neue, schon getestet habt. Ich arbeite jetzt auf dieser Seite mal nur mit dem Pinsel, mit dem Schwamm. Einfach um die Deckkraft so ein bisschen leichter zu halten. Und das geht auch sehr, sehr, sehr gut. Gefällt mir fast noch besser mit dem Schwamm. Ich habe übrigens immer noch Produkte an meiner Hand. Ich muss sagen, mir gefällt das Finish sehr, sehr gut. Ich bin ja eher so eine leichte Maus mittlerweile geworden. Ich trage ja sehr, sehr viele Skin Tints, sehr leichte Foundations. Ich habe jetzt aber hier nicht das Gefühl, dass sie so beschwerend aussieht. Das ist ja oft das Problem bei diesen sehr, sehr deckenden Foundations, dass sie so ein bisschen schwer auf der Haut aussehen. Das kann ich jetzt hier gar nicht wahrnehmen. Es ist sehr, sehr leicht auf der Haut und es fühlt sich auch sehr leicht auf der Haut an. Ich würde sie jetzt mal noch nicht fixieren. Ich würde mein Make-up jetzt einfach mal weitermachen. Stand jetzt ist, die sieht sehr, sehr gut aus. Ich bin gespannt, wie sie sich über den Tag verhält. Ich zeige euch gleich natürlich aber nochmal das Ergebnis. Aber Farbe großartig. Ich bin gespannt, wie sie sich über den Tag verhält. Manche Foundations oxidieren ja auch noch nach ein paar Stunden. Sobald du nur vor die Tür gehst und Luftfeuchtigkeit dabei ist, oxidiert das Ganze schon. Habe ich jetzt nicht das Gefühl hier, sie oxidiert ein Stückchen, ja. Aber das ist bei vielen Foundations so, wenn sie runtertrocknen mit einer hohen Deckkraft. Das ist so ein bisschen das Problem bei hoher Deckkraft. Finish sehr natürlich, Deckkraft ausreichend. Ich mache mal weiter. Was mir direkt auffällt, ist, dass der Concealer sich gut mit der Foundation vertragen hat. Ich habe das neulich das erste Mal gehabt, dass sich der Concealer wirklich sofort aufgelöst hat, als ich ihn auf die Foundation gesetzt habe. Ich weiß nicht, woran das lag. Wahrscheinlich war der Ölanteil in der Foundation einfach zu hoch. Gefällt mir aber so sehr, sehr gut. Es ist natürlich jetzt eine recht starke Deckkraft. Was ich mir sehr gut vorstellen kann, ist, dass man diese mit einer Creme zusammenmischt. Funktioniert sehr gut, um sich so einen eigenen Tinted Moisturizer vielleicht zu machen. First Impression, aber ganz gut. Ich mache jetzt mal mein Make-up ganz entspannt fertig. Und dann starten wir in den Tag. Es ist jetzt 7.07 Uhr. Ich melde mich in ein paar Stunden nochmal bei euch, aber sieht ziemlich gut aus. Freunde, Freunde, Freunde. Ich habe mich super lange jetzt nicht mehr gemeldet. Es ist mittlerweile 14.20 Uhr. Es tut mir total leid, dass ich zwischendurch kein Update mehr gemacht habe. Ich musste mich umziehen und dann ging es hier wirklich drunter und drüber. Aber ich habe schon so ein bisschen eine Meinung. Ich hole mal einen Spiegel und schaue mir das Ganze mal ein bisschen genauer an. Also, was ich sehe, ist, dass sie an der Nase immer noch sehr, 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 sehr gut sitzt. An einigen Stellen
kommt so langsam ein bisschen Öl durch. Aber ganz ehrlich, also vor allem hier so auf der Stirn, seht das, glaube ich, ist es ein bisschen glowy. Da kann ich jetzt aber einfach mit einem Pinsel rübergehen und das alles abmattieren. Und ansonsten sieht sie fast aus wie frisch aufgetragen. Das Einzige, was ich sehe, ist, dass hier ein ganz, ganz kleiner Riss ist. Aber das ist okay. Also ich habe ein Gesicht und ich bewege mich. Ich habe gegessen, ich habe gelacht, ich habe mich geärgert. Aber es sieht wirklich im Gesamtbild. Ne? Wir betrachten jetzt wirklich nur mal das Gesamtbild. Sieht das ziemlich, ziemlich gut aus. Und ich hatte zwischendurch auch einfach völlig vergessen, dass ich eine Foundation drauf habe. Ich kann mir was ganz Besonderes damit vorstellen. Und zwar daraus eine BB-Cream zu machen. Weil sie ja doch schon eine recht hohe Pigmentdichte hat. Ich nehme mal ein bisschen was hier raus. Und nehme jetzt hier einfach mal ein Serum. Das muss man immer so ein bisschen ausprobieren. Und mische das. Hyaluronsäure-Serum. Und dann, ja. Schau mal. Und dann hast du wie so eine Water-Based Foundation. Wir geben dem mal kurz ein paar Minuten. Ja, musst du gut verbinden. Also das muss man immer so ein bisschen ausprobieren. Das erinnert mich dann sehr stark an dieses Ding hier von Chanel. Ne? Das ist ja auch etwas Pigment in sehr viel Wasser verbunden. Und hier kann man das Ganze ja dann anpassen. Also es fühlt sich sehr gut an. Du musst es einmal wirklich gut durchmischen. Und dann hast du ein sehr schönes, frisches Gefühl. First Impression gefällt mir sehr, sehr gut. Für mich könnte sie ein Stückchen glowiger sein, wenn ich jetzt ein anderes Setting Spray benutzen würde vielleicht oder überhaupt eins und das Ganze so ein bisschen nochmal mit Feuchtigkeit durchtränken. Sehr, sehr gut. Ich kann mir vorstellen, dass das bis jetzt eine gute Foundation ist, wenn man Probleme hat im Winter mit der Foundation, dass sie vielleicht zu schnell runterrutscht oder dass sie bei der Heizungsluft nicht so gut funktioniert. Wir machen mal weiter. Ich habe jetzt gleich noch ein Meeting. Und dann melde ich mich danach nochmal. Es wird nämlich ein sehr emotionales Meeting und vor allen Dingen auch ein sehr, sehr langes Meeting. Freunde, mittlerweile sind fast anderthalb Wochen vergangen. Heute ist der 5. Dezember und ich habe eine Meinung, mit der ich selber ehrlich gesagt nicht gerechnet habe. Ich habe es am Ende des vergangenen Tages, für euch zumindest in der vergangenen Sequenz, dann abends nicht mehr geschafft, euch noch mehr zu zeigen. Dafür habe ich die Foundation jetzt seither jeden Tag bis auf einen Tag getragen und konnte so nochmal ganz viele verschiedene Dinge ausprobieren. Ich habe sie mit verschiedenen Primern ausprobiert. Ich habe sie ohne Primer ja am Anfang des Videos ausprobiert. Ich habe sie gemischt mit meinem Serum. Ich habe sie mit einer Tagespflege gemischt. Und ich muss sagen, dass mir diese Foundation vor allen Dingen zur jetzigen Jahreszeit echt so ein bisschen mich überrascht hat. Ich bin ja beispielsweise ein großer Fan von der Neo Foundation. Das wisst ihr mittlerweile. Die ist aber recht schnell, recht trocken, je nachdem, wie die Pflege ist. Bei der Serum Foundation hatte ich so ein bisschen das Gefühl, dass es genau andersrum war. Dass sie tatsächlich super, super feuchtigkeitsspendend ist. Und ich muss sagen, dass sie länger gehalten hat als beim ersten Tag, nachdem ich ein Primer benutzt habe. Ich habe sie mit dem Elf Hydro Grip Primer getragen, was natürlich jede Foundation bestimmt nochmal 3 Stunden längere Tragezeit gibt. Aber, und gerade das hat mir persönlich sehr gut gefallen, war das Tragen in Kombination mit einer Tagespflege. Ich finde, wenn du die Foundation mischt mit einer Pflege, ungefähr in dem Verhältnis 3:1, drei Portionen Pflege, eine Portion Farbe, hast du ein sehr, 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 sehr schönes Finish. Der Vorteil der Foundation ist, sie hält sehr, sehr gut, sie spendet Feuchtigkeit. Und nachdem die Pflege eingezogen ist, hast du so eine ganz gleichmäßige, und das ist das Problem, was ich immer so ein bisschen mit BB-Creams habe, dass BB-Creams nicht so ebenmäßig werden. Gar kein Problem hier. Ihr habt es ja am Anfang gesehen, wie schnell ich sie auftragen konnte. Sie ließ sich sehr schnell auf der Haut bringen. Sie hat sehr lange gehalten und ich muss sagen, das ist eine Foundation, ich würde ihr 8 von 10 Punkten geben. 2 Punkte Abzug wegen der Farbrange natürlich. Ansonsten vom Finish her, vom Tragekomfort vor allen Dingen her. Du hast sie nicht gemerkt. Sie war sehr, 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 sehr leicht. Und auf sie war Verlass. Also ich habe sie jetzt, 22, anderthalb Wochen ungefähr ist es jetzt her, wirklich fast jeden Tag getragen. Und es hat mir wirklich Freude bereitet, sie zu benutzen. Je weniger Foundation, desto besser, habe ich auch festgestellt. Einen Tag habe ich sie probiert, zu einer richtigen Full-Coverage-Foundation aufzubauen. Das ist gar nicht nötig und dafür ist die Foundation, glaube ich, auch nicht gemacht. Aber wenn ihr eine Foundation sucht, die mit texturierter Haut gut klarkommt, weil sie halt nicht so pudrig trocken ist, ihr trotzdem aber eine gute Deckkraft haben wollt, die schön lange hält, aber trotzdem zeitgleich so ein bisschen Feuchtigkeit spendet, kann ich euch die
wirklich wärmstens empfehlen. Mir hat das sehr, sehr, sehr viel Freude gemacht und deswegen würde ich sie auf jeden Fall auch weiter benutzen. Ich bin sehr gespannt. Vielleicht habt ihr sie ja schon ausgetestet. Dann schreibt mir das gerne einmal in die Kommentare. Und nochmal eine kleine Erinnerung. Ich habe auch nachgefragt, mein Rabattcode wird wieder aktiviert. Also falls ihr euch für diese Foundation interessiert oder irgendein anderes Produkt von Asam, der Code gilt auf fast alles bei Asam. Ich glaube, außer reduzierte Produkte. Dann schaut gerne einmal unten in der Infobox vorbei. Große Empfehlung ist natürlich die Magic Finish Reihe. Das wisst ihr ja generell eh schon von mir. Aber auch, habt ihr neulich gesehen in meinem, habt ihr schon gesehen, meinem Jahresfavoritenvideo? Nee, seht ihr bald? Die Resveratrol-Reihe. Schaut da gerne einmal vorbei. Mir hat sie gut gefallen. Mir gefällt sie gut. Ich trage sie weiter. Bis zum nächsten Mal.